ich bin jetzt, ich fahre jetzt gerade hier vom Makro weg. Das ist, wird immer verrückter hier in der Nairo, den Patong. Die Leute fahren wie die Geisteskranken, überholen und hin und her. Und natürlich auf einer Straße, wo gerade mal zweispurig ist, eine Spur in jede Richtung und die auch noch eng ist, dann natürlich durchzurasen mit dem Moped wie ein Verrückter, ist natürlich nicht ganz zeitgemäß, aber so ist es halt. Da muss man aufpassen. Links, rechts, hier ist es ja immer ein bisschen anders wie bei uns der Verkehr. Ich schaue mal, ob ich euch das zeigen kann. Ja, und jetzt war ich gerade so im Makro drin und dann waren vier Kassiererinnen da. Also ein Patong, der Makro ist nicht ganz so groß. Hat man gerade gesehen, wie der da überholt hat. Und da waren vier Kassiererinnen, die waren, war keine älter als 25. Und da habe ich so für mich so gedacht, Mann, hey, drei davon waren übergewichtig. Und da finde ich, das ist schon irgendwie traurig. Die jetzt links ist ja nicht übergewichtig. Als ich das erste Mal nach Thailand kam, 1986, da gab es sowas gar nicht. Also irgendwie mit diesem ganzen westlichen Essen, was wir hier so haben in der Zwischenzeit und 7-Eleven, wo du jeglichen Müll dir kaufen kannst, ich glaube, so richtig gut ist es vielleicht doch nicht für die Menschen hier. Früher waren die alle schlank, jetzt waren sie immer dicker. Und es gibt auch viel Zucker jetzt in der Zwischenzeit in Thailand. Früher gab es gar nicht Diabetes, weil sie halt ganz einfach anders gegessen haben. Und naja, wenn man das dann weiß, aus was das resultiert, denke ich mal, dass man das ja weiß, dann frage ich mich dann schon so, warum man den Leuten ermöglicht, diese Art von Essen zu essen, wenn man doch weiß, es ist nicht gesund. Rauchen, dann macht man große Dinger drauf mit Lungen und was weiß ich, offenen Lungen. Hier in Thailand ist es ja ganz extrem und erzählt, wie schädlich das ist. Ist ja in Deutschland auch in der Zwischenzeit, aber Zucker und so weiter, geil, hey, fress Zucker, ist gut und haut euch voll mit Zucker. Naja, gut, das war jetzt mal so mein Wort zum Samstag. Heute ist ja noch Samstag. Morgen gibt es Rouladen bei uns. Also ich hole jetzt die Rouladen noch ab. Habe jetzt gerade Karotten gekauft. Aber wie gesagt, ich finde es halt schade. Ne? Und ich weiß ja auch noch, wie ich aufgewachsen bin. Wir hatten zwei Dicke in der Klasse. Eine, die war wahrscheinlich wirklich krank. Und dann der Jürgen, es war ein guter Freund von mir. Der war ein bisschen dicker. Aber heute wäre der wahrscheinlich schlank. Und der hat ja alles mitgemacht. Wir haben uns gerauft und alles. Im Fahrrad war der genauso schnell wie ich, also der war ja nicht irgendwie, aber der war halt einfach kräftiger. Aber heute, glaube ich, wäre er einer von den Schlanken und ich wäre wahrscheinlich ein Spargel, weil irgendwie, wir haben uns halt früher auch viel bewegt, wir sind in die Schule gelaufen, wir sind mit dem Fahrrad hingefahren, wenn wir heimgefahren sind, haben wir Wettrennen gemacht und danach haben wir uns wieder getroffen, haben in den Wald gespielt und für uns war es halt wichtig, ganz einfach zu spielen. Aber jetzt schalte ich nochmal um, dass er hier das Leben sieht in Patong. Oh, schau, jetzt geht's nicht. Was ist? Okay. Also hier staut sich das jetzt. Hier ist die mit ihrem Blumending. So, die Mopeds stehen jetzt auch alle so, dass ich nicht dran vorbeikomme. Ja, danke, dass du wegfährst. So, jetzt kann ich weiterfahren. Ja, hier ist das Leben wieder wie vorher. Es ist wieder richtig viel los. Jetzt gehe ich in Ban Sanmarkt und hole Rouladen. Der Vorteil ist, die kriege ich hier schon geschnitten, kann ich bestellen und dann schneiden die. Die brauchen wir es nicht machen. Spart ja auch Arbeit. Okay, dann hier, das ist der Ban Sanmarkt. Schaut's her. Und jetzt kann ich ja gleich hier bei den Lieferanten parken und hole mir meine Rouladen. Und dann gehe ich wieder weiter. Und das nehme ich jetzt auch noch einmal auf, dass er mal den Ban Sanmarkt sieht, wo ich meine Rouladen kaufe. Der Ban Sanmarkt vom Hintereingang. Hier steht unser Auto. Und jetzt hoffe ich, dass die Rouladen, ja, die sind ja fertig. Meine Frau hat ja angerufen. Und hier gibt es Schwein. Und da ist unsere Rouladenfrau. Die hat uns die wunderbar geschnitten. Sorry, Carb. Kein Nur Slice. Vor Kun Bum. Ja, for you.
Okay, okay. Sadi Kap. Set leer? Gut. Taurai Kap. Super hier, hier kaufen wir die schon immer. Schau her. Hier liegt das Rindfleisch rum, schaut es euch an, das ist nicht toll. Taurai. Sampan, Sampan. Gichin, Brahman. Gichin, Hasipa. Also ist frisch hier auch alles. Ich kann keine Sorgen machen. Hier gibt es auch Fisch und alles. Dankeschön. So, Rouladen eingekauft. Raman Dian. Ja? Raman Asip, okay. Okay, gut. Bitte, Molari. Ja, ja, okay. Thank you. Da. Thank you very much. Die macht es super bei Hand, schneidet die immer und ist einfach ein toller Service. Ne? Ah. Oh, Kopf und Markup. Thank you. Habe ich gerade einen Hunderter verloren auch noch, Mensch. Kopf und Karp. Oh, heavy. Kilo. 17 Lo. 12 Kilo, okay, 13 Kilo fast. Hier drüben gibt es Fisch, 13 Kilo Rouladen. Also morgen gibt es Rouladen. Hier ist das Boxing Stadium und hier ist der Markt draußen. Hier ist nachts auch ziemlich viel los, gibt es viele Essenstände. Und gegenüber von dem Markt ist das Chang Ceylon oder Jung Ceylon, je nachdem, wie man es aussprechen will. Und hier rechts jetzt, schaut euch den Verkehr an, also irre. Die Straße, die gab es tatsächlich noch gar nicht, als ich hier nach Phuket kam. Und heute ist sie eines der mit verstopftesten Straßen überhaupt. Da war ich letztens erst mit dem Prapai, wie wir zurückgekommen sind, von unserer Katamarantour drin gestanden. Da haben wir ewig gebraucht, bis wir da durchgekommen sind. Das Leben ist wie ein Traum. Naja, jetzt schaut's her. So schaut's aus. Also wie man sieht, der Verkehr, ein Wahnsinn, kann ich da nur sagen. Da draußen, ich weiß nicht, ob man sieht, steht wieder so ein Kreuzer da. Und hier der Verkehr, ein Wahnsinn, kann ich nur sagen. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal und drückt auf die Glocke und dann verpasst ihr auch nichts. Super, give me five. Ach, super.